Vor circa 2 Wochen hatten wir noch 38 Grad hier in Berlin und jetzt schaue ich aus dem Fenster und wir haben 23 Grad und Sonne. Und doch werde ich, wie viele andere, das Gefühl nicht los, dass wir mit einem C in der Tür zum Herbst sind. Und deswegen starten wir ab heute mit den gemütlichen Themen auf diesem Kanal. Und ein gemütliches Thema, was nicht wegzudenken ist, und ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich nicht auch den ganzen Sommer damit verbracht, ist Serien schauen. Nach 1,5 Jahren starte ich dieses Format wieder neu, und zwar Serien mit extrem hohem Suchtfaktor. Ich rede nicht lange drum rum. Ich habe dieses Format richtig lange nicht gemacht. Das bedeutet, in diesem Video ist die Creme de la Creme meiner persönlichen Auswahl. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe und starte mit den 5 coolsten Serien, die ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe. Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist eine US-amerikanische Tragikomödie, so würde ich es einordnen, und ihr Name ist Dead to Me. In den Hauptrollen sind Christina Applegate und Linda Cardellini. Die beiden führen in dieser Serie eine Freundschaft der etwas anderen Art. Die Geschichte startet mit Jen. Jen ist eine sarkastische und sehr cholerische Immobilienmaklerin, die vor kurzem ihren Mann verloren hat durch einen Autounfall. Ihr Mann wurde von einem Auto angefahren und ist verstorben. Weil sie mit ihren 2 Söhnen alleine zurückgelassen wurde, in einem riesengroßen Haus lebt und überhaupt nicht weiß, wie sie weitermachen soll, geht sie, logischerweise, um sich Hilfe zu suchen, in eine Trauergruppe, wo sie auf Judy trifft, die nicht anders als Jen sein könnte. Denn Judy ist im Gegensatz zu Jen freundlich, hilfsbereit, quirlig. Das klingt jetzt hoffentlich nicht schräg. Darf ich dich mal drücken? Nein. Okay. Gleichzeitig hat sie aber auch sehr, sehr viele Selbstzweifel und ist depressiv. Jen ist anfangs sehr, sehr genervt von Judy, aber trotzdem entwickelt sich nach und nach eine skurrile Freundschaft zwischen diesen sehr, sehr komplementären Menschen. Aber es gibt noch ein Geheimnis, denn die beiden haben sich gar nicht so zufällig getroffen, wie man eigentlich denken mag. An dieser Stelle muss ich die Handlung abbrechen, denn sonst würde ich spoilern. Ich kann euch die Serie auf jeden Fall nur empfehlen. Sie hat mir besonders letztes Jahr im Trauerjahr sehr viel Spaß gemacht, weil sie Tragik und Komödie so ein bisschen zusammenbringt. Hat mir sehr große Freude bereitet und würde ich euch ans Herz legen. Die zweite Serie, die ich euch ans Herz legen möchte, ist die Serie Carnival Row. Und ich weiß nicht, ob diese Serie eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen und war total überrascht, als ich sie zufällig fand, weil ich sie so krass fand, dass ich mich gewundert hatte, dass ich bisher keine Inhalte, keinen Hinweis in Medien darauf gefunden habe. Bei Carnival Row handelt es sich um eine Fantasy-Krimiserie, so würde ich es sagen. In den Hauptrollen sind Cara Delevingne und Orlando Bloom. Hallo! Das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt. Der Hauptakt spielt in der Carnival Row, einer Straße in diesem Stadtstaat, in dem sowohl Menschen als auch Fabelwesen leben. Menschen sind in dieser Serie die privilegierte Gruppe und Fabelwesen sind die sozial benachteiligte Gruppe, die besonders in Serviceberufen, schlechter bezahlten Berufen arbeiten. Die ganze Handlung dreht sich eigentlich um 2 Hauptcharaktere. Da haben wir einmal Cara Delevingne, ich weiß leider nicht mehr ihren Namen aus der Serie, aber sie spielt ein Feenmädchen, das sich so durchschlägt und aus der Vergangenheit auch Orlando Bloom kennt. Der versucht, ein Wesen aufzuspüren, das sein Unwesen in der Stadt treibt. Ja, und da ist auch so eine Background-Geschichte zwischen Cara und Orlando. Es ist unfassbar aufwendig produziert. Die Kostüme und die Maskenbildnerei sind wunderschön, also wirklich so aufwendig produziert. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, besonders wenn ihr Fantasy-Fans seid, so wie ich, dann macht das wirklich besonders doll Spaß. Eine weitere, oh mein Gott, super krasse Serie, die ich einfach in 2 Tagen durchgesuchtet habe am Wochenende und nicht fassen konnte, was für einen Goldschatz ich da gefunden hatte, ist Harlots Haus der Huren. Oh mein Gott, so eine gute, spannende, hochwertig produzierte Serie. Oh mein Gott, ich möchte ihr einen persönlichen Wuschorden überreichen, den es nicht gibt, aber ich habe ihn vielleicht gerade erfunden. Harlots Haus der Huren dreht sich um ein Bordell im 18. Jahrhundert, geführt von einer Frau, die dort mit ihrem Mann und ihren Töchtern wohnt. Die eine ist auch schon ins Bordell-Business eingestiegen und ist eine Prostituierte und die andere Tochter nicht und ist kurz davor, quasi an den Höchstbietenden ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Also legt alle 2020er Werte und Normen ab. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert mit allem, was dazugehört. Die Bordellbesetzerin möchte gerne das Haus wechseln und zwar in eine etwas schickere Gegend, wo allerdings Mrs. Quigley ihr Bordell hat und die
möchte keine Konkurrenz und diese Gossenratten in ihrem Viertel haben. Ja, und dann beginnen Intrigen und Morde und oh mein Gott, das ist so spannend, es ist so gut, die Maskenbildnerei und die Kostüme, die ganze Szenerie sind unfassbar hochwertig produziert. Eine Tochter von Downton Abbey spielt auch mit. Ich würde sowieso sagen, dass alle, die Downton Abbey gefeiert haben, auch hier besonders viel Spaß haben könnten. Gönnt euch die Serie. Sie ist wirklich großartig auf allen Ebenen. Die vierte Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist die US-amerikanische Drama-Liebesserie. This is Us. This is Us ist in den USA super krass bekannt. Also in sehr, sehr vielen anderen Serien wird sie angesprochen. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, hatte sie nicht so ein Hoch. Ich habe sie ganz, ganz doll gefeiert und würde sie euch ans Herz legen. Zumindest alle Menschen, die gefühlsbasiert sind. Die Serie ist nämlich sehr emotional aufgeladen. Die Handlung startet zuerst mit Jack und Rebecca, die 1980 Drillinge auf die Welt bringen und eins der drei Babys stirbt allerdings bei der Geburt. Sie beschließen, ein drittes Baby hinzuadoptieren, was so das Schicksal ihnen entgegenbrachte in diesem Krankenhaus. Das Besondere an dieser Serie ist allerdings, dass sie auf zwei verschiedenen Zeitebenen spielt und dann haben wir die Zeitebene 2010, 30 Jahre später. Dort dreht sich alles um Kevin, den sehr, sehr einsamen Superstar-Schauspieler, um Kate, die mit ihrem Übergewicht kämpft und eine sehr mutige Entscheidung trifft, und Randall, einem Geschäftsmann, der seinen richtigen Vater wiederfindet. Diese beiden Zeitebenen gehören zusammen und es wird eine sehr, sehr emotionale Familiengeschichte nach und nach aufgezeigt. Man braucht sehr viel Geduld für die Serie. Es ist eine langsame, liebevolle Erzählung, die wirklich, ja, nicht schnell und aufregend ist, sondern sehr, sehr langsam und emotional. Wenn ihr sie seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut und werde auch so ein bisschen emotional. Ich glaube, weil ich so häufig bei dieser Serie geheult habe, Rotz und Wasser geheult, dass mein Gehirn das schon verknüpft hat, neuronal. Okay, sobald du This Is Us sagst, weinst du einfach instantly. Ich hatte sehr, sehr großen Spaß mit dieser Serie und kann sie allen Emos ans Herz legen. So, kommen wir zu meinem neuen Goldstück. Eine Serie, die ich erst vor ein paar Tagen von einem Freund in meinem Fragefeld auf Instagram vorgeschlagen bekommen habe. Und zwar die Serie Killing Eve. Killing Eve ist eine britische Thriller-Serie. In den Hauptrollen sind Sarah Oh und Jodie Comer, also Sarah Oh als MI5-Agentin und Jodie Comer als psychopathische Auftragsmörderin. Fangen wir an mit Sarah Oh, die Eve Polastri spielt, eine MI5-Agentin, die eigentlich nur am Schreibtisch sitzt. In ihrer Freizeit sammelt sie allerdings Daten von verschiedenen Morden, denn sie erkennt ein Muster und vermutet, eine weibliche Auftragsmörderin, die da all diese Morde begangen hat, die sie in ihrer Mappe gesammelt hat. Ich glaube, es handelt sich um eine Auftragsmörderin, die weltweit agiert. Sie ist hochqualifiziert. Keine Spur, kein Muster. Und sie bitten mich, sie zu finden. Eine andere Agentin, die allerdings bei diesem Fall mitgearbeitet hat, hat dieselbe Vermutung wie Eve und macht Eve zur Anführerin einer kleinen geheimen Einheit, die genau diese Auftragsmörderin finden soll. Die Auftragsmörderin, von der wir hier sprechen, ist Oksana. Eine originelle Haarnadel ist überall in der Presse. Keine Sorge, ich hab noch so eine. Eine Frau in London leitet eine Abteilung mit dem Auftrag, dich zu finden. Die kriegen mich nicht. Doch, könnte passieren. Wird's aber nicht. Oder auch Villanelle genannt. Diese ganze Serie basiert übrigens auf den Villanelle-Romanen, falls jemand sich für Thriller-Romane interessiert. Und Oksana bzw. Villanelle bekommt mit, dass Eve sie verfolgt. Und dann passieren sehr weirde, eigenartige Dinge. Es ist eine von diesen Serien. Ich hoffe, dass das alle so sehen und ich nicht einfach einen Hang zu Psychopathinnen habe. Aber es ist eine dieser Serien, in der ich wieder mal eine sehr, sehr große Sympathie gegenüber der psychopathischen Mörderin habe. Ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Sie ist wirklich großartig und spannend und gut geschauspielert und gut produziert mit einer unfassbar guten Storyline. Zum Abschluss möchte ich euch noch zwei Sachen sagen. Die eine Sache ist, bitte schreibt mir eure aktuellen, absoluten Lieblingsserien der letzten
12 Monate unten in die Kommentare, damit unser Siebprinzip weiter funktioniert, wenn ihr Bock habt und was habt, was ihr teilen möchtet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auf meine Hochzeit kommen. Spaß! Ganz viele Leute haben immer gedacht, dass das ein Hochzeitsring ist, also ein Hochzeitsring, ein Ehering ist, als ich den in den letzten Videos getragen habe. Nichtsdestotrotz habe ich heute meine neue Schmuckkollektion auf den Markt gebracht. Es sind einfach nur Dinge, die ich super schön fand und zusammen mit meinem Team kreiert, designt habe. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, da mal vorbeizuschauen. Den Link setze ich euch unten in die Infobox. Ansonsten bedanke ich mich sehr dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid süß und klein und wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Sonntag wieder. Macht's gut!